euch da mal so durch. Ja, Agilität ist die Fähigkeit einer Organisation in Zeiten des Wandels und der Unsicherheit, flexibel, aktiv und anpassungsfähig zu agieren. Ich glaube, wir kommen langsam dahin, dass wir diesen Irrtum überwunden haben, dass agil einfach bedeutet, man ist wahnsinnig schnell, man arbeitet noch viel, viel schneller als vorher. Und auch den Irrtum, dass man sich auf irgendwelche mit irgendeinem Wundermittel im völligen Chaos plötzlich souverän bewegen kann. Das sind so Irrtümer, die ich erlebe, wenn ich mit Menschen über Agilität spreche, die da noch nicht so viel Erfahrung damit haben. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, da bin ich auch noch mal auf Perspektiven gespannt. Der Kern der Agilität ist die Anpassung an sich ändernde Rahmenbedingungen und die Zeiten des Wandels. Wir haben es mit Corona gesehen, die werden wahrscheinlich auch nicht mehr sich zurückverändern in Zeiten der Stabilität, auch wenn wir uns jetzt wünschen, dass diese Krise ein Stück weit sich wieder, sagen wir mal, in Normalität verwandelt. Wenn wir mal so auf die Welt schauen, dann wird die Welt wahrscheinlich in Zukunft eher eine Welt des konstanten Wandels sein. Das heißt, Agilität ist eine der größten Zukunftsfähigkeiten aus meiner Sicht, die wir brauchen werden. Ist die Frage, müssen wir jetzt alle Scrum-Teams werden? Brauchen wir jetzt alle einen Scrum-Master und einen Product-Owner? Dazu würde ich sagen, nein, weil Agilität natürlich sehr viele verschiedene Facetten haben kann. Und da wollen wir heute so ein bisschen drauf gucken. Genau. Früher haben wir sehr, sehr stark festgelegt, was wir erreichen wollen, sozusagen in Projekten. Ne? Wir wollen die Elbphilharmonie bauen zum Beispiel und die wird dann gebaut, auch wenn es Jahre länger dauert und wenn das Ganze Millionen mehr kostet als geplant. Die wird gebaut sozusagen. Wäre die Elbphilharmonie in Hamburg agil gebaut worden, wer weiß, wie sie dann aussehen würde. Vielleicht hätte sie eine andere Fassade und die gleiche Form. Vielleicht wären sie nur halb so groß oder halb so hoch. Vielleicht wäre das Speichergebäude drunter trotzdem abgerissen worden, aber sie wäre sozusagen im richtigen Termin. Fenster und zu den geplanten Kosten gebaut worden. Das sind ja so die Grundannahmen oder dieses Grundverständnis. Und das ist auch der Kern der Anpassungsfähigkeit, um den es beim agilen Arbeiten so geht. Ich denke, das wisst ihr. Aber das ist so als gemeinsames Verständnis einfach gut. Was ist Agilität? Ein Mindset, das sich dann in verschiedenen Methoden manifestiert und die können sehr unterschiedlich sein. Vielleicht nochmal zum Wann, also wann ist Agilität auch angebracht, weil es auch so angeklungen ist, dass ein Teil von euren Organisationsteilen agil arbeitet, ein anderer Teil nicht. Und man kann sich natürlich schon auch fragen, und hat das nicht auch grundsätzlich seine Berechtigung oder müssen jetzt alle Unternehmensteile komplett agil werden und was wäre der Nutzen davon? Weil, sagen wir mal, das Mindset und das Methodenset der Agilität letztlich ja, seinen Nutzen dann entfaltet in unsicheren oder unvorhersehbaren und komplexen Situationen. Das heißt nicht, dass nicht auch Teams, die eher im klassischen Tun arbeiten, auch in ganz klassischen Prozessaufgaben tätig sind, dass die nicht auch agile Elemente für sich nutzen können. Aber ich behaupte nicht, dass jede Organisation mit jeder Abteilung und jedem kleinen Detail jetzt auch zukünftig agil werden muss. Aber darüber können wir gerne diskutieren. Genau. Agilität ist im Prinzip so eine ganz große Welt an verschiedenen Herangehensweisen, die aber auf einem relativ geringen Teil oder einem relativ geringen Set an Prinzipien beruhen. Das kann man im Agilen Manifest nachlesen. Und dazu gibt es eben verschiedene Methoden oder auch Frameworks. Ihr kennt sicherlich Scrum, ihr kennt sicherlich auch Design Thinking, Lean Startup. Und auch andere Methoden oder auch SAFe,
oder LESS als Organisations-Sozusagen-Frameworks, die dann mehrere agile Methoden oder Abteilungen vereinen. Und das Thema agiles Leadership ist natürlich auch spannend. Oder gibt es das überhaupt noch in dem Bereich? Auch darüber können wir gerne sprechen. Ja, agile Teams, das sind Teams, die fachlich aus allen Fähigkeiten bestehen, die es braucht, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, die sich die Verantwortung für dieses Ziel teilen und die entscheidungsautonom an der Art und Weise arbeiten, wie das Ziel am besten zu erreichen ist. Das ist so meine Definition von Team. Das, was erreicht werden soll, das entscheidet der Kunde oder das gestaltet der Product Owner mit. Das, wie es erreicht werden soll, das entscheidet das Team. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, eben diese Entscheidungsautonomie. Und das ist auch eine der größten Herausforderungen, weil wir natürlich in Unternehmen sehr stark mit hierarchischen Strukturen zu tun haben und sehr, sehr verankert auch in unserem ganzen Denken, in unserem ganzen Karrieresystem, so dieses Modell ist der Führungskraft, die eine Abteilung leitet. Und die Führungskraft sagt, hier geht's lang. Und jetzt sollen plötzlich die Mitglieder im Team die Verantwortung für das gemeinsame Ziel übernehmen. Haben die überhaupt ein gemeinsames Ziel? Die Verantwortung trägt im klassischen Sinne meistens eher noch die Führungskraft. Und welchen Spielraum haben die Mitarbeiter überhaupt für diese Entscheidungsautonomie? Entschuldigung bitte, mein Telefon klingelt hier, das sollte nicht sein. Genau. Und welche Kompetenz haben sie auch, ne? Also ich habe letztens eine interessante Studie gelesen von der Fraunhofer Stiftung oder von Fraunhofer Institut und der AOK. Die haben ein Experiment gemacht, einen Experimentierraum zu selbstorganisierten Teams und haben herausgefunden, dass viele Mitarbeiter auch das Agile gar nicht wollen, ne, sondern die wollen eher so in ihren vorgegebenen Strukturen arbeiten. Aus welchen Gründen sie das nicht wollen oder welche Fähigkeiten oder welche Gewohnheiten ihnen dafür vielleicht auch fehlen. Das wäre zum Beispiel auch spannend, das nochmal zu diskutieren. Genau, das überspringe ich mal. Ja, ich würde gerne mit euch auf ein paar Themen zu gucken, die im Agilen eine Rolle spielen. Dass der Dreh- und Angelpunkt der Anpassungsfähigkeit an unsere Umwelt ist der Kunde. Und das, was der Kunde braucht, das herauszufinden und das zu entwickeln, damit wir als Unternehmen, als Organisationen uns weiterentwickeln. Ne, das ist so der Schwenk in Richtung Nutzerzentrierung. Und das ist der Kern sozusagen an die Bedürfnisse des Nutzers, ist das, woran wir uns anpassen müssen. Und ich würde gerne mal ein paar Stimmen hören, inwiefern ihr das in eurem Unternehmen erlebt. Also diejenigen, die agil arbeiten, die noch nicht so agil arbeiten, wer mag was dazu sagen? Also ich mache mal einen Anfang. Wenn ich in der Beratung in ein Unternehmen reinkomme, wird mir oft die Frage gestellt nach 5 Minuten, wie würden Sie das Ganze denn machen? Und mein Ansatz ist dann eher, das kann ich Ihnen noch gar nicht beantworten. Ich muss dafür erstmal mehr von Ihnen verstehen. Und ich erlebe immer wieder, dass der Wunsch ist, so eine Roadmap für die nächsten 18 Monate zu bekommen, während ich sage, wäre unseriös, so mit diesem Zielbild zu arbeiten, sondern ich möchte das mit Ihnen Schritt für Schritt erarbeiten. Mhm. So, und da stoße ich immer wieder auf Verunsicherung. Und das ist auch mit einem größeren Gefühl der Unsicherheit wahrscheinlich verbunden für alle Beteiligten. Aber ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, den Change wirklich seriös auch in die Organisation zu bringen. Genau, das ist das visionsorientierte Planen, ne? Zu sagen, welches Zielbild entwickeln wir, in dem wir dann arbeiten. Wir wissen aber noch gar nicht genau in jedem Detail, wie wir das machen. Genau. Ja. Andere Erfahrungen dazu?
Dann gehe ich mal einen Schritt weiter. Iteration ist, das passt gut zu dem gerade Gesagten. Iteration, ja, ihr kennt vielleicht diesen Comic. Früher war es so, dass man sozusagen vielleicht eher Teile gebaut hat und dann ganz am Ende des Prozesses hat man die dann zu einem großen Ganzen zusammengesetzt. Und die Idee der Iteration, also des schrittweisen Erstellens eines Minimum Viable Product, eines minimalen funktionierenden Produktes oder Prototypen, ist eher so die Idee von einem bereits fahrbaren Gegenstand über sozusagen verschiedene Funktionalitäten dieses fahrbaren Gegenstandes dann auch zu dem Wunschobjekt zu kommen, was der Kunde sich vorstellt. Wie geht ihr mit Iteration um bei euch in den Unternehmen? Also ich kann vielleicht etwas sagen, also weil wir Scrum arbeiten, es ist eine Iteration, also bei der Ende jedes Sprint haben wir so ein MVP sozusagen. Ja, also mit Scrum, das ist so. Wie sagst du? Ja, funktioniert gut, genau. Okay. Nächster Schritt. Vielen Dank, Leni, an der Stelle. Nächster Schritt, Transparenz. Auch das ist eine große Herausforderung, wenn es um Teamarbeit geht. Wissen ist Macht. Auch das hat sich in der agilen Welt, ja, muss sich ändern, hat sich aber noch nicht geändert. Die allerwenigsten Unternehmen haben traditionellerweise zum Beispiel irgendeine Form von Aufgabenorganisation, die transparent für alle Beteiligten ist. Im agilen Arbeiten geht es nicht anders. Im agilen Arbeiten muss ich wissen, woran arbeitet mein Team gerade, woran arbeite ich gerade, um zu wissen, wie ich diese einzelnen Teile zusammenfüge. Und das bedeutet immer auch, dass zum Beispiel niemand mehr im Team einen Wissensvorsprung hat, weil Wissensvorsprung sozusagen Gift für das gemeinsame Ziel ist. Das ist ein Sinneswandel, ein Denkwandel, der da stattfindet. Wie geht es euch damit? Wer hat damit Erfahrungen? Da würde ich gerne was dazu sagen, weil wir mit Mentessa ja diese Vernetzung in der Arbeit ermöglichen. Ich begegne sehr, sehr oft das Argument, warum würde man sich mit Kollegen austauschen, also heute noch in der Wissensgesellschaft, in der Plattformwirtschaft, warum würde man sich mit Kollegen austauschen, dann würde doch man seinem Wissen preisgeben. Ich finde das immer erstaunlich, denn kontraintuitiv vermehrt sich immer Wissen, wenn wir das teilen, also es wird mehr. Und ich bin wirklich bei dem Thema Transparenz und Wissensteilen selber als Gründerin in größeren Organisationen immer etwas negativ aufgefallen, denn diese Prinzipien im Team zu leben und diese für sich selber quasi sie sich anzueignen, sind zwei unterschiedliche Sachen. Da wäre ich sehr gespannt, Conny, ob du Tipps dazu hast, denn der richtige Umgang mit Transparenz zahlt natürlich auf das Vertrauen, zahlt natürlich später auch auf die Nutzerzentrierung. Denn wenn wir uns nicht vertrauen, dann sind wir schon bei der zweiten Iteration einfach bei einem anderen Auto oder bei einem anderen Fahrrad und nicht dabei, den Kunden mobiler zu machen. Ja, definitiv. Hast du da Tipps oder aus deiner Erfahrung vielleicht erste Schritte in dem Umgang? Ich kann mir vorstellen, man kann nicht ein Team, das bis jetzt von Positionen, von Jobbeschreibungen bestand, von heute auf morgen komplett quasi durchsichtig machen, was die Aufgabenbereiche sind. Ja, da komme ich noch drauf. Ja, genau. Transparenz wird auch dann eine spannende Frage, wenn wir uns über Auslastung unterhalten. Beispielsweise arbeitet ja einfach nicht, wir sind keine Roboter. Das heißt, nicht jeder Mitarbeiter arbeitet gleich schnell an verschiedenen Themen. Nicht jeder Mitarbeiter hat auch eine gleichzeitig sichtbare Workload. Und gleichzeitig ist aber ja gerade so die Frage nach der Auslastung auch in vielen Unternehmen ein Thema.
Und da muss jedes Team letztlich auch seinen oder jede Organisation besser gesagt einen Weg finden, mit dieser Form auch der Transparenz umzugehen. Und das Thema geht bis hin zu letztlich auch Leistungsentlohnung und Gehältern. Das sieht auf den ersten Blick einfach aus, ist aber einer der größten Hemmschuhe meiner Erfahrung nach und eine der größten Herausforderungen. Genau, jetzt wird es ein bisschen konkreter. Das Agile arbeitet mit dem Pull-Prinzip. Das heißt, es gibt keine Führungskraft mehr, die Aufgaben verteilt, sondern es gibt ein Backlog, ein Product-Backlog, beziehungsweise in einem Sprint, in einer Designphase ein Sprint-Backlog, aus dem die Mitarbeiter sich selber ihre Aufgaben ziehen. Das heißt, sie selber steuern auch ihre Auslastung, sie steuern ihre Kapazitäten, sie tragen aber auch die Verantwortung dafür, das so zu organisieren, dass am Ende eines Sprints auch alle Aufgaben erfüllt sind. Und dazu, da springe ich mal drüber, das hatte ich schon erwähnt, cross-funktionale Teams, dazu dient das Daily Stand-up oder zumindest ein regelmäßiges Treffen, wenn es nicht jeden Tag klappt, dann zumindest etwas, ein regelmäßiges Team-Meeting, in dem sich das Team austauscht und sagt, was habe ich gestern gemacht, was werde ich heute tun und welche Hindernisse gibt es, die mich blockieren, um dann herauszufinden, wie kann man diese Hindernisse auch überwinden. Vielleicht gibt es innerhalb des Teams Möglichkeiten, vielleicht muss man auch darüber hinausschauen. Wie sind eure Erfahrungen damit, mit dem Pull-Prinzip und dem Daily Stand-Up? Wie ist das bei euch? Ich finde das mit dem... Entschuldigung, Nicole. Mach du erst. Okay, ich finde es mit dem Daily Stand-Up sehr interessant, weil es ist ja gerade kein Status-Report, sondern wirklich das herausbringen von was blockiert mich, was sind die Impediments, was hält uns zurück und gemeinsam gucken, wie können wir im Prinzip jetzt in Richtung Sprint Goal gehen und immer wieder die einzelnen Leute dazu bringen, nicht in dieses Status reinzufallen und einfach nur erzählen, sondern wirklich, was gibt es, auch diese Hemmung so ungefähr, es war kein Fehler, sondern da ist etwas, was wir gemeinsam anpacken müssen. Das finde ich interessant. Danke, Nicole. Wer war noch? Ich wollte noch kurz sagen, unsere Erfahrungen aus dem Daily sind jetzt auch, dass man sich gar nicht so stark auf das Backlog fokussieren sollte oder die User Stories an sich, sondern einfach Raum zum Austausch geben sollte. Das ist viel mehr wert als ein Abarbeiten von den Themen, die bearbeitet werden, sondern eher so einen offenen Austausch. Das hilft bei uns eher, dass die Leute auch bereit sind, im Daily teilzunehmen und ihre Inhalte zu tauschen. Ja, super. Kriegt ihr das jeden Tag hin und in 15 Minuten? Ja, also wir schaffen es in 15 Minuten, aber wir machen auch Timeboxing. Und wenn die Themen zu intensiv diskutiert werden, verweisen wir eben, dass ein separater Termin offensichtlich notwendig ist, um das nochmal im Detail zu besprechen. Super, vielen Dank. Damit hast du schon die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Folge gemacht. Gerne doch. Vielen Dank. Ja, Meetings konzentrieren sich auf das Wesentliche, enden pünktlich und beginnen pünktlich. Und Informationen werden ausgetauscht, die für alle von Relevanz sind. Das heißt, so ein Daily kann natürlich auch ein gemeinsames Telefonat nochmal nach sich ziehen, indem man sagt, okay, jetzt müssen wir uns nochmal darüber im Speziellen austauschen. Aber sobald es zu so Zwei-und-Zwei-Gesprächen kommt, muss eigentlich der Scrum Master oder wer auch immer das moderiert, das kann auch ein Teammitglied moderieren, der Scrum Master kann, muss aber nicht bei jedem Daily dabei sein, sollte das moderieren. Ne? Und auch hier tragen aber letztlich alle Beteiligten die Verantwortung dafür auch zu sorgen, weil sonst fängt das schnell an zu nerven. Und jemand, den es nicht betrifft, steigt aus geistig und das ist dann sofort ein Effizienzkiller. Ganz wichtig, die Retrospektive. Meistens kommt so das Thema, wie verstehen wir uns im Team und wie läuft es im Team, so in klassischen Teams einmal im Jahr auf den Tisch, wenn es eine Teamentwicklung gibt, ja, wenn es gut läuft.
und vielleicht informell auf einen Betriebsausflug. Die agile Systematik arbeitet mit einem sehr, sehr regelmäßigen Feedback. Und hier kann man verschiedene Methoden anwenden. Das ist es soll bei dem Feedback um persönliches Erleben gehen, aber auch um die Zusammenarbeit. Das heißt, man kann dieses Fünf-Finger-Feedback nutzen, wie ihr es hier seht. Man kann auch die themenzentrierte Interaktion nutzen, indem man sagt, wie ging es mir mit der Aufgabe sozusagen, wie ging es mir mit dem Thema, also wie konnte ich am Thema arbeiten. Da kommen auch so Themen auf den Tisch, wenn Kompetenzen zum Beispiel fehlen oder wenn es Verständnisprobleme gibt. Und der Blick auf das Team, das sind so die drei Punkte der TZI. Es gibt riesige Ressourcen auch im Internet. Retromat ist so eine Seite, wo ich mich gerne bediene. Kann ich auch gerne den Link mal schicken. Und genau, da geht es darum, eben nicht nur einmal im Jahr die Zusammenarbeit zu reflektieren, sondern regelmäßig aus Fehlern zu lernen. Und auch zu lernen, dass wenn ich Feedback bekomme, dann ist das für mich sozusagen ein Mehrwert. Dazu muss ich aber natürlich auch lernen, Feedback zu geben. Und dafür ist es sehr, sehr sinnvoll, auch Begleitung zu haben. Ich denke, die Runde ist ja auch, in der Runde gibt es ja einige, die sich damit besonders gut auskennen. Da denke ich jetzt auch gerade nochmal an die Frage, die Tina hatte. Das Thema Retrospektive und wie gehen wir mit Feedback um, hängt für mich auch sehr stark mit dem Thema Transparenz zusammen. Also je offener die Leute sind und je leichter es mit der Zeit fällt, Feedback zu geben, umso leichter fällt es auch, transparent zu sein. Aber das, was du mit der Vernetzung vorhin meintest, das ist natürlich nochmal eine spannende Frage. Was ist denn, wenn ich mich mit Leuten vernetze, zu denen ich noch gar keine persönliche Beziehung habe? Das ist nochmal eine andere Geschichte. Und ich glaube, dass diese persönliche Beziehung schon durchaus sinnvoll und wertvoll ist, um eben auch Transparenz zu schaffen. Ja, Retrospektive, ich versuche jetzt so ein bisschen zum Ende zu kommen, damit wir noch ein paar Minuten auch für eine offene Diskussion Zeit haben. Die Rollen hatte ich schon angesprochen. Das Team steht nicht für sich allein, sondern wird in der Regel begleitet durch einen agilen Coach, der dafür sorgt, dass die Prinzipien eingehalten werden des agilen Arbeitens und der auch unterstützt, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Das Team steht für die Frage, wie lösen wir das Problem? Der Scrum Master unterstützt bei allen Hindernissen, auf die das Team stößt, und der Product Owner beantwortet die Frage, was sollen wir denn eigentlich bauen? Das heißt, sobald sich Themen ergeben aus der Teamarbeit, aus einem Sprint, die für das Produkt, für die Produktvision wichtig sind, dass eine bestimmte Art und Weise oder ein bestimmtes Feature auf eine andere Art und Weise umgesetzt werden muss, als man sich das vorher überlegt hat, ist der Product Owner sozusagen die Schnittstelle zum Kunden. Ich glaube, das kennt ihr. Das wirft trotzdem immer wieder auch die spannende Frage auf, und wer ist jetzt eigentlich die Führungskraft? Und welche Rolle hat die sozusagen auch in einer Organisation, die vielleicht hierarchisch strukturiert ist? Und meine Erfahrung, die ich damit gesammelt habe, ist, es hat für mich oder in Teams, die ich erlebt habe und in denen ich gearbeitet habe, immer dann funktioniert, wenn die Führungskraft zwar sozusagen organisatorisch da war, aber sich im Wesentlichen rausgehalten hat. Klingt komisch, ist aber so. Ich habe tatsächlich mit Führungskräften gearbeitet, die ein sehr, sehr großes Vertrauen zu ihrer Truppe hatten. Erfahrungen zum Beispiel Product Owner und Führungskraft in einer Rolle habe ich bisher noch nicht gemacht. Vielleicht könnt ihr was ergänzen dazu. Das wäre nochmal spannend. Da können wir gleich vielleicht gemeinsam nochmal drauf gucken. Ich möchte gerne noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Und das ist das Thema, das Google in seinem Aristoteles-Projekt untersucht hat. Und zwar haben die sich gefragt, was macht eigentlich ein perfektes Team aus? Und haben 5 Faktoren gefunden. Und ich finde,
All diese Faktoren, die ihr hier in diesem Pfeil seht, finde ich wahnsinnig wichtig dafür, dass ein agiles Team funktioniert. Und die wichtigste Voraussetzung für ein perfektes Team ist ganz voran die psychologische Sicherheit. Das Thema hat nicht Google erfunden, sondern Amy Edmondson schon vor 22 Jahren. Und das ist die gemeinsame Überzeugung aller Mitglieder eines Teams, dass die Sicherheit in der Gruppe gegeben ist, zwischenmenschliche Risiken einzugehen. Und das halte ich für essentiell im agilen Arbeiten, weil es einfach diese Art von Verlässlichkeit untereinander braucht. Und auch nur, wenn diese psychologische Sicherheit gegeben ist, habe ich zum Beispiel den Mut, das ist so hier so ein bisschen die Stufen, die psychologische Sicherheit nimmt, zum Beispiel einen Fehler zuzugeben. Ne? In einem Sprint, einer Sprintretrospektive zu sagen, ja, das ist echt nicht gut gelaufen. Ne? Oder in einer Sprintretrospektive zu sagen, hey, ich habe da eine neue Idee, was haltet ihr davon, wenn wir das so und so machen? Und das ist immer alles in Teams ganz wunderbar, in denen es super läuft. Und das wird dann spannend, wenn es Konflikte gibt. Und psychologische Sicherheit zeigt sich dann, wenn Konflikte da sind und die dann sozusagen zu lösen. Da gibt es für mich so zwei Schritte, um die psychologische Sicherheit zu erreichen. Ist erstmal wichtig, dass man sich gegenseitig kennt, dass man seine Fähigkeiten kennt, dass man viel Austausch miteinander hat, dass man auch wirklich ganz konkret an Themen zusammenarbeitet, dass man sich beispielsweise auch in zum Beispiel Brownback-Sessions oder kleinen Lerneinheiten sich gegenseitig unterstützt, dabei Neues zu lernen. Das ist so der Ansatz, die psychologische Sicherheit aufzubauen. Und die muss aber auch weiter gepflegt werden. Zum Beispiel durch ehrliche Retrospektiven, zum Beispiel auch durch Situationen, in denen man mal jenseits des letzten Sprints reflektiert und sagt, wo stehen wir eigentlich als Team? Was sind vielleicht Dinge, die sich wiederholen, die wir nicht gelöst bekommen, etc. pp. Da kann man natürlich noch mal ins Detail gehen, aber ich belasse es mal dabei. Interessanterweise hat Google herausgefunden, dass eine wichtige Verhaltensweise von psychologischer Sicherheit als Kennzeichen ist, dass jeder ungefähr gleich viel spricht, also gleich viel beiträgt. Darauf kann zum Beispiel der Scrum Master achten, dass zumindest jeder zu Wort kommt im Daily und dass er auch guckt, wenn Leute sich sehr zurückziehen zum Beispiel. Vorhin hat es ja auch jemand gesagt, dass es viel wichtiger als sozusagen User Stories zu sprechen, ist es eigentlich, sich auszutauschen und im Kontakt zu sein. Und das ist auch der zweite Punkt hier, dass die Teammitglieder sozusagen eine hohe soziale Empathie und Sensibilität haben für die Gefühle des jeweils anderen und dann manche Dinge zum Beispiel auch einfach so auf den Tisch kommen, ohne dass derjenige selbst vielleicht was sagen musste, sondern es entsteht ein Gespür füreinander im Team. Genau, ich belasse es vielleicht mal hierbei, damit wir noch ein bisschen Raum für die Gruppe haben. Und übergebe vielleicht mal an Tina. Super. Vielen Dank, Conny. Super toller Vortrag. Also genau wie ich es mir gewünscht habe. Alle Themen sehr auf den Punkt und ganz viel zum Nachüberlegen. Das war auch das Ziel für das heutige Treffen. Also ein bisschen über agile Zusammenarbeit zu sprechen, ohne die ganze Aufregung, die sonst das Thema immer mit sich begleitet. Genau, vielen Dank. Jetzt würde es mich interessieren, welche Fragen es gibt. Ich habe mir fleißig auch Notizen gemacht und würde aber erstmal das Wort den anderen übergeben. Wir können uns ja auch im Nachgang austauschen, sozusagen. Wer hat denn Fragen zu den Prinzipien, zu den Methoden oder möchte eine Erfahrung damit teilen? Sehr gerne, bitte. Ja, also sehr spannend, ganz toll. Die erste Frage, die ich habe, ist, liebe Cornelia, ich habe gerade versucht, dich bei Xing zu finden.
Ich finde dich aber nirgendwo. Bin da aber, unter Cornelia Reindl. Ja, da bist du bei mir nicht in der Liste drin. Ich weiß nicht warum, aber du bist bei mir nicht in der Liste drin. Carlo, ich werde euch im Anschluss vernetzen. Ansonsten könnt ihr immer in den Events drinnen schauen, welche Teilnehmer es sonst noch gibt. Ja. Und auch natürlich in unserer Eventgruppe, also bei dem Xing, bei unserer Xing, München Xing Ambassador Community sind wir auch alle vernetzt miteinander. Aus meiner Forschungsarbeit würde ich gerne noch, du hattest vorhin die Frage gestellt, warum manche Menschen keine Agilität wollen, warum die so sich dagegen sträuben. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen. Es gibt einfach Menschen, die ziehen es vor, keine Verantwortung zu übernehmen, sondern die einfach es schätzen, dass man ihnen sagt, was sie zu tun haben, und das arbeiten sie ab. Und wenn sie es abgearbeitet haben, dann brauchen sie sich auch keine Gedanken mehr zu machen, brauchen auch nichts mehr da rauszunehmen. Die ziehen diese Arbeitsweise vor, und das kann man, sollte man auch ihnen nicht wegnehmen, sondern man sollte dann wirklich die Teams dementsprechend aufteilen, dass es eben administrative Leute gibt, die einfach sich um die Routinen kümmern, die immer wieder kommen und die da drin auch gut sind, und die kreativen Teams, die eben wirklich versuchen, sich auszutoben. Ja. Das wollte ich da noch mal, das ist, was wir als Erfahrung gemacht haben. Lass uns da gerne mal austauschen, ob es da auch Studien dazu gibt, weil das widerspricht eigentlich der Motivationstheorie, den Motivationstheorien, die ich so kenne, wo auch einer der größten Motivationsfaktoren zum Beispiel Autonomie ist. Also wir wollen alle ein Stück Autonomie, aber dann vielleicht doch nicht. Da wird ist für mich noch offen, den würde ich gerne mal klären. Ja, gerne. Können wir gerne machen. Die Autonomie und die Kontrolle, die stehen miteinander idealerweise in Balance. Aber wenn es eben im Ungleichgewicht steht, wenn der Mensch also mehr Kontrolle sich wünscht, damit er eben auch Selbstkontrolle hat, weil er sich genau an seine täglichen Abfolgen dessen, was er tut, gewöhnt hat, ja, dann ist die Autonomie zweitrangig. Also auch da ist eine tatsächlich eine Verschiebung. Gibt es eine Verschiebung? Können wir uns gerne darüber austauschen. Gerne. Und das Zweite, was noch sehr interessant war, war bei der Forschungsarbeit, dass es etwas damit zu tun hat, welche Bedürfnisse wir in uns tragen. Und das hat wiederum sehr viel mit der Erziehung zu tun. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind, zumindest ich bin noch in einer Generation groß geworden, wo die Ansagen waren, halt den Mund, wenn die Erwachsenen reden, oder tu, was man dir sagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das prägt natürlich. Und die Mindsets der Menschen da draußen sind überhaupt noch nicht wirklich da angekommen, wo sie eigentlich sein könnten und sollten. Sehr spannend, Carlo. Ich würde gerne noch mal so in die Runde blicken. Vielleicht auch noch mal Erfahrungen zu teilen, die jetzt gerade so die sehr Erfahrenen auch in der Runde haben. Product Owner, Scrum Master. Wie geht es euch mit diesen Themen? Gerade so auch wo steckt ihr die Führungskräfte hin? Was macht ihr mit denen? Gibt es sie noch? Ganz ketzerisch gefragt. Also da kann ich was dazu sagen. Also wir haben auch so drei Musketiere gebildet, der Product Owner und der Teamlead jetzt in meinem Fall. Und das funktioniert wirklich, wirklich gut. Natürlich gibt es da auch mal den ein oder anderen Konflikt, weil einer eine andere Sichtweise auf das Thema hat. Aber durch das, dass man wirklich dauerhaft in Sync ist, klärt man das halt einfach auch. Und man weiß schon auch, dass man sich auf die Person verlassen kann. Das heißt, Product Owner und Führungskraft sind die Musketiere oder sind sozusagen... Und der Scrum Master, also quasi Scrum Master. Die drei Musketiere haben wir uns benannt. Ja, witzig. Ja, schöne Idee auch. Cool, danke Nicole. Wie ist es, die Bettina war, glaube ich, Product Owner, ne? Wie erlebst du das? Bettina Rudert? Ja. Ich glaube, wir leben das schon ganz gut, die Agilität. Aber in den Retros kommen immer dieselben Themen irgendwie hoch, wo man denkt, ich weiß schon, was diesmal wieder besprochen wird oder so. Da finden wir scheinbar noch keine Maßnahmen, um dem entgegenzuwirken und da irgendwas zu verbessern in unseren Verhaltensweisen. Das ist irgendwie schade. Okay. Dann braucht es vielleicht mal irgendwie eine Show-Veränderung, irgendwie mal sowas ganz anderes. Mal, sei es eine Methode oder
ne, irgendeine kleine Veränderung. Du meinst, was der Scrum Master einbringen könnte, nicht immer nach Schema F abfragen, wie es uns gegangen ist in den letzten, im letzten 2 Wochen? Beispielsweise, ja. Hm. Routine ist ja immer der Killer von Innovation. Genau. Ja, ich meine, Methoden sind auch gut, wenn die sich bewähren. Aber keine Ahnung, ich habe gerade so die verrückte Idee, ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal gehört hat, das Thema Embodiment. Man kann ja Probleme auch mal, ohne darüber zu sprechen, man kann sie ja mal physisch darstellen und sich einfach mal so positionieren, wie das Problem ist und sich dann im nächsten Schritt so positionieren, wie die Lösung ist. Gut, das geht digital jetzt ein bisschen schwierig, aber wenn man dann mal wieder zusammen im Office ist, das ist auch so eine ganz spannende Richtung eigentlich, auch so aus dem Coaching und aus der Teamentwicklung. Ja, genau, ich gucke mal. Vielleicht für die Bettina auch noch eine schöne Geschichte. Die kann ich ihr gerne mal zuschicken kommen und zukommen lassen. Das kann sie mit ihrem Tier mal machen. Da kriegt sie eine völlig andere Perspektive und kriegt dann eine ganz andere Sichtweise der Dinge mit. Gerne. Mhm. Ich habe mir deinen Namen schon notiert. Brauchst du einfach nur meine auch und dann finden wir uns schon irgendwie. Alles klar, danke. Ich teile gerade mal den Link von diesem Retromat. Ja, danach wollte ich dich auch fragen. Was ist auf Englisch? Genau, retromat.org. Da findet man ganz viele Themen. Ja, gibt es sonst noch Fragen oder Feedback vielleicht ganz kurz? Wir haben schon 17.32 Uhr. Aber ich hätte noch eine Frage, wenn es okay ist. Und zwar, wir hatten ja jetzt gerade eigentlich nochmal dieses also das ist ja für mich auch so ein Thema auf Augenhöhe sein mit der Kontrolle, die du so angesprochen hast. Mhm. Und das ist ja oft auch so ein alter Leadership-Style, sage ich jetzt mal. Klassisch hierarchisch, starker Kontrollwille. Wie würdest du so ein Thema angehen, wenn das vielleicht in dem Team, sag ich jetzt mal, vorkommt? Ja, ist jetzt natürlich eine sehr, sehr allgemeine Frage, wenn man das Team nicht kennt oder auch die Hintergründe nicht. Erstmal ist die Frage auch immer, woran wird eigentlich die Führungskraft beurteilt? Wonach wird die Führungskraft beurteilt? Das heißt, wie bringt die Führungskraft, wie übt sie ihre Rolle aus, auch nach oben hin? Was muss die Führungskraft denn reporten über den Erfolg, über den Fortschritt des Teams beispielsweise? Also je hierarchischer eine Organisation strukturiert ist, umso schwieriger ist es natürlich für so eine kleine agile Filterbubble, weil man dann immer mit solchen Themen konfrontiert ist. Und ich glaube, da geht es auch wieder um Bedürfnisse. Ne? Also welches Bedürfnis nach Kontrolle hat die Führungskraft oder was ist das Thema, was hinter dem Bedürfnis steht? Das Bedürfnis hinter Kontrolle ist ja meistens, ich will wissen, dass alles läuft. Ich will sicher gehen, dass die Aufgaben erledigt werden. Ich will sicher gehen, dass die Leute auch wirklich an dem arbeiten, was sie sollen. Da würde ich dran arbeiten. Also ich würde jetzt nicht sozusagen der Führungskraft sagen, ja, du musst jetzt aber Vertrauen haben, sondern ich würde eben gucken, was genau braucht die Führungskraft, auch operativ, aus welchen Gründen braucht sie das? Und klar, das hatte ja Carlo schon gesagt, es gibt sicherlich auch Persönlichkeiten, für die vielleicht das Agile auch nicht ganz so geeignet ist oder wo man halt auch gucken muss, ob das so funktioniert. Nicole, das wäre so meine Herangehensweise. Alles gut. Danke. Ja. Was ich vielleicht noch dazu sagen könnte, ist, es ist bei den Unternehmern halt so, dass sie ihr Leben lang eben auch dementsprechend hintrainiert worden sind, mit Ellbogen sich durchzukämpfen und jetzt, irgendwann sind sie endlich mal der Chef, jetzt haben sie das Sagen. Und jetzt kommt da einer an und sagt, wir machen jetzt alles agil. Ja, also das ist natürlich für den erstmal eine Welt, die da zusammenbricht. Und da muss man Verständnis haben. Und man muss ihm eigentlich bezeigen und ihm näher bringen, wie sinnvoll es ist, agil zu führen und welchen Mehrgewinn er dadurch bekommt. Ja.
Welchen Nutzen hat er davon? Das ist ja ganz entscheidend als Chef, wenn ich alles selber tragen muss, über jeden Punkt selber die Verantwortung tragen muss, dann bin ich natürlich in der heutigen komplexen Zeit ganz schnell an meinen Grenzen. Und wenn ich ein Team habe, das für mich arbeitet und mich vorantreibt, dann brauche ich mich da eigentlich nur draufzusetzen auf die Wolke und mitzureiten. Ich muss den Leuten nur ihre Freiheiten lassen und gemeinsam mit ihnen die Ziele festlegen. Und das kann man wahrscheinlich auch näher bringen. Und wir wissen aus der Studie heraus, dass ein großer Anteil an Mehrgewinn in der Firma entsteht, wenn diese Zufriedenheit der Mitarbeiter größer ist. Und das schlägt sich in den Umsätzen und auch hinterher in den Kosten enorm wieder, weil weniger Leute verlassen das Unternehmen, man muss weniger Recruiting machen und so weiter und so fort. Die Leute können sich innerhalb des Unternehmens entwickeln und so weiter. Also da gibt es ganz viele Perspektiven und davon muss man ihm stückchenweise überzeugen und dann hast du vielleicht bei dem einen oder anderen das Glück, dass du ihn dann in die richtige Richtung kriegst. Überzeugen durch Ergebnisse sozusagen. Ja, ich sage danke fürs Zuhören und für euer Mitmachen. Und Tina, das Schlusswort. Cornelia, das war großartig. Vielen Dank, dass du da warst. Mit deinem Erlaubnis würde ich sehr gerne die Aufzeichnung mit den Teilnehmern heute im Anschluss teilen. Und wenn das okay ist, könnt ihr euch auch mit Cornelia hier in Xing vernetzen. Der Link zu ihrem Profil ist schon im Chat, zusammen mit dem Link zu unserer Gruppe. Ich tausche mich gerne euch wieder den nächsten ersten Donnerstag im Mai aus und freue mich, bleibt bis dahin gesund und passt auf euch auf. Es lebe die Agilität. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Danke.